Was Faschismus ist, wissen wir sehr genau aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Es gibt keine Familie in Russland, die im Zweiten Weltkrieg nicht unter dem deutschen Faschismus gelitten hat. Wir dachten, dass der Faschismus zerstört wurde, aber das ist nicht ganz gelungen. Die Vereinigten Staaten haben nach dem Zweiten Weltkrieg viel dafür getan, um Faschisten nach Südamerika, in den Nahen Osten, in die USA und nach Kanada zu bringen. Bis heute finden Nichtregierungsorganisationen geflüchtete Naziverbrecher. Der Leiter des deutschen Geheimdienstes Abwehr an der Ostfront, Reinhard Gehlen, der sich der Armee von General Patton ergab, gründete mit Unterstützung von John Dulles die Organisation Gehlen, welche über viele Jahre Informationen in der ganzen Welt sammelte und gegen die Sowjetunion kämpfte. Im Jahre 1956 wurde Gehlen der erste Leiter des Bundesnachrichtendienstes. Der Nazi-Apparat wurde neu aufgebaut. In Frankreich wurden nicht alle Mitglieder der Regierung Vichy ins Gefängnis gesteckt. Nach dem Krieg entwickelten sich die neuen Rechten, wieder so eine seriöse Bezeichnung, welche den Faschismus in eine für die westlichen Regierungen annehmbare Form umarbeiteten. Das Hakenkreuz war natürlich verboten, als klares Symbol des faschistischen Regimes. Während des Kalten Krieges entwickelten Kollaborateure und Neofaschisten eine neue Sprache, ein neues Verständnis des modernen Faschismus. Diese Periode des Übergangs von den Generälen im Dritten Reich zu den Skinheads, den Rassisten und den Anhängern einer weißen Vorherrschaft, den Nazis und Faschisten, kennen wir in Russland sehr schlecht. Aus den Anhängern dieser Strömungen bilden sich heute die äußersten rechten Kreise. Heute sehen wir zum Beispiel bei den Demonstrationen in Chemnitz einen Block mit offenen Nazis, die NPD und ähnliche Kräfte, die antimigrantische Bewegung Pegida und die Anhänger der Alternative für Deutschland. Verstehen Sie, welche Gefahr besteht? Natürlich sind es nicht alles Faschisten, aber sie wählen alle die gleiche Partei. Von 2008 bis 2012 gab es in Russland Vorfälle wie Morde an Migranten. Es gab den russischen Marsch, der ziemlich aggressiv war. An dem Marsch beteiligten sich 10.000 bis 12.000 Personen. Dann verebbte diese Welle auf fast null. Wie kam das? Die Beispiele, die Sie gebracht haben, zeigen, dass für Russland ein extremer Nationalismus auch sehr gefährlich ist. In unserem Land gibt es viele Menschen und Migranten, die extreme Rechte als Feinde und in Anführungsstrichen als nicht genug weiß bezeichnen können. Und die Morde, welche sich in jenen Jahren ereignet haben, sind natürlich sehr gefährlich. Warum diese Mordwelle abgeebbt ist? Nun, erstens, weil die Rechtsschutzorgane sich sehr ernsthaft mit den Führern dieser Gruppen beschäftigt haben. Die Mehrheit der Anführer dieser Gruppen sitzt im Gefängnis. Das war ein richtiger Schritt. Ein zweiter Grund ist, dass viele von diesen extremen Rechten in die Ukraine gefahren sind, um dort zu kämpfen. In den letzten Jahren haben sie dort militärische Operationen durchgeführt. Dadurch sind sie noch gefährlicher geworden, weil sie praktische militärische Erfahrungen gesammelt haben. Ich möchte noch etwas zu der Frage sagen, was wir vom Faschismus heute wissen. Wenn man den 10 Millionen Menschen, die sich am Marsch des Unsterblichen Regiments beteiligen,
diese Informationen über die wahre Natur der europäischen Rechtspopulisten geben würde, würden diese Menschen alles sehr schnell verstehen und sie würden sehr schnell sagen, wer unsere Freunde und wer unsere Feinde sind. Кто нам друзья, а кто нам враги?